Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transim World 4, Folge 13 mit mir zusammen. Ich bin der Demi Spitas. Wir befinden uns heute hier in Koblenz Hauptbahnhof und zwar zu Fuß, wie ihr seht. Und ich habe mit euch mal heute was ganz Verrücktes vor. Ich möchte nämlich einen Personenzug zusammenstellen und müssen uns jetzt nur ganz kurz hier zurechtfinden bei der Karte, in welche Richtung wir fahren dürfen. Wo die Gleise zu Ende sind. Nicht, dass wir in die falsche Richtung fahren. Das sieht gut aus. Das zu Ende. Also das heißt, wir sind hier, dass wir an dieses Ende gehen müssen. Ich glaube, die richtige Richtung fahren, es bringt ja nichts, wenn wir gleich nach ein paar hundert Metern dann Strecke verlassen, das hat überhaupt keinen Wert. So, werde ich nämlich Folgendes tun. Wenn wir mal schön an die Spitze des Bahnsteigs gehen. Schön bis vorne, bis vor Signal. Ja, ein bisschen noch. So, dann drücken wir Folgendes. Und zwar drücken wir die Tab-Taste. Gehen auf neuen Zug erzeugen, dann gehen wir auf die Baureihe 193. Das ist jetzt natürlich, sieht das alles ein bisschen mehr aus, weil wir alle Züge jetzt dabei haben. Ich werde jetzt mal eben schauen, wo haben wir sie? 403, 425. Stimmt, weiter unten. Könnte es natürlich auch suchen. V, da haben wir sie. So, welche nehmen wir denn da? Malakierung natürlich. Nehmen wir die DB-Lok erscheinen lassen. Ja, Zug erzeugen X. Zack, die haben wir schon mal. Dann gehen wir hier hin. Ungefähr, ja, drücken weiterhin nochmal die Tab-Taste und gehen wieder auf neuen Zug erzeugen. Dann nehmen wir uns die T. T463, das ist wahrscheinlich ich möchte gerne die ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin mal noch ganz oben. Das sind die Dostos. Dann dürften das die N-Wagen. Ne, das sind die N-Wagen. Die möchte ich ja gar nicht haben. Ne, 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 ne. Das sind die falschen. Wo sind die jetzt? Das ist jetzt natürlich. Ach komm schon, wenn man die sucht, dann sucht man und sucht man und sucht man. Wo sind die jetzt? Leute, gibt's doch jetzt nicht.
Bitte achten Sie auf die Markierung am Bahnsteigrand. Da müssen wir es anders machen. Da machen wir es so. Rein 7 Bahn 11 Wagen beladen. Da müssen wir es nämlich anders machen. Und zwar zeugen wir die. Müssen. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wie kriegen wir die Lok da vorne weg, die 101? Das ist das Problem an der Sache. Ich versuch mal was. Ich versuch's einfach. So, wir dürfen noch keine Route setzen, müssen uns jetzt hier reinsetzen. Gehen mal kurz aufrüsten. Bremsen jetzt gelöst. Jetzt gut, dann ein ganz kleines Stück vorwärts. Müssen wir was versuchen. So. Dann machen wir. Aus. Ziehen das an. Steigen kurz aus. Folgendes machen. Dann müssen wir Folgendes machen. Rüsten die Dinge wieder ab. So. Steigen hier aus. Steigen hier vorne ein. Machen die Tür zu, setzen uns hin. Drücken die Taste 9, damit wir in die Karte kommen. Route setzen. Und zwar müssen wir. Ja, ist eigentlich egal. Wir schmeißen sie ja eh gleich weg. Wir müssen ja nur über die roten Signale, also. Nicht genug, also nicht erreichbarer Ort. Wieso nicht erreichbarer Ort? Was soll denn der Scheiß? Zieht die doch nicht jetzt bis Ultimo. So, jetzt haben wir grün, das heißt, wir rüsten unsere Lok schnell auf. So, dann sollten die Bremsen auch lösen, dann geht es vielleicht leichter. Meine Güte, wenn ich an alles denke. So, jetzt geht's auch vorwärts. So, Zugsicherungssystem lassen wir jetzt mal aus. Haben wir den jetzt mitgenommen?
Ja. Sehr gut. Ein Stück weiter. 401 muss nämlich darüber sein. So, Ziel erfüllt. So, das heißt, die Route ist wieder weg. Wir können wieder unsere Lok gehen. Machen wir mal so, die ziehen wir an. Dann gehen wir mal kurz raus. Und zwar kuppeln die wieder ab, die 101. Vielleicht ist das auch alles ein bisschen kompliziert, was ich hier mache, aber ich versuche es irgendwie. So, kuppeln die wieder ab. Steigen wir mal kurz ein. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Siehst du, jetzt ist sie nämlich weg. Da drückt man einfach wieder die Tab-Taste, geht auf Zug entfernen und die ist weg. So, und wir können uns ganz beruhigt an unsere IC-Bahn dran fahren. Das heißt, wir schließen die Tür, setzen uns wieder auf unser. Ja, möchte ich. So, das heißt, wir machen das Ganze auch rückwärts, lösen die Bremse. Aus, aus. So, dann ganz langsam losfahren. Müsste jetzt eigentlich funktionieren. Genau. Rot haben wir ja nicht. Fahren ja nicht über Rot, die sind ja auf der, zur anderen Seite gerichtet. Müsste eigentlich funktionieren. So, dann fahren wir schön an unsere IC-Bahn ran. Wunderschön. Wunderschön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. Ein bisschen langsamer werden hier. Nicht zu schnell an die Wagen ranfahren. Und dann machen wir es gleich ganz professionell. In der Zeit. So, wir sagen, wir stehen dran. Das heißt, wir machen Folgendes. Machen das auf neutral. Hauptschlüssel aus. Dann. Denn zum Kuppeln müssen der, muss der Strom hat immer gesenkt sein. Realen Leben, sondern steigen wir hier aus. Dann gehen wir an unser Zugverband, kuppeln das Ganze an. Ach, wunderschön. Wunderschön. So, dann steigen wir wieder ein. Schließen die Tür. Setzen uns auf unseren Sitz hin. Drücken die Taste 9. Gute Sätze. Dann müssen wir wieder mal gute Sätze. Dann gucken wir mal, wo ist der nächste? Hä, wieso ist da? Okay, das. Ah, dann habe ich ja noch was viel Schöneres. Moment mal. Moment mal. Ist das doch die Richtung? Das ist ja noch viel schöner. Das ist ja noch viel schöner. Dann machen wir aber auch Folgendes. Gehen wir noch mal raus. Ist egal, dann machen wir noch was viel Schickeres. Dann machen wir noch was viel, viel Schickeres. Gehen wir nämlich an, den, an das andere Ende des Zuges. Dann machen wir halt Trick 17. Dann machen wir es so.
Schiebend ist jetzt natürlich nicht drin, weil mangels Steuerwagen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. Aber da machen wir es halt anders. Da machen wir ein Sandwich draus. Dürfte jetzt eigentlich hoffentlich noch passen mit dem roten Signal. Ich hoffe es. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus, oder? Ah, locker, da passt doch locker eine Lok hin. Locker, locker, locker. So, ist viel Latscherei, aber anders geht's nicht. So, drücken die Tab-Taste. Gehen wieder hier drauf. Suchen uns wieder die Vectron. Gehen auf Lackierung. Welche nehmen wir denn da? DSB? Nehmen wir die DSB. So, drücken auf X und Y. Dann haben wir sie. Gehen hier kurz in die Lok rein. Setzen uns auf unseren Sitz. Ja, möchte ich kurz, muss ich ja, anders geht's nicht. Dann aktivieren wir die kurz. So. Lösen die Bremse. Zack. Dann haben wir kurz vor. Na komm schon. So, dann machen wir wieder auf neutral. Müssen wir natürlich den ausmachen. So, gleiches Spiel wie gerade. Dann schließen wir das Ganze an. Dann machen wir hier die Tür zu. Gehen an die andere Seite. Die Lok müssen wir ja auch aktivieren bzw. aufrüsten. Auch wenn die nur schiebt. Aber unseren Sandwich-Zug haben wir jetzt zusammen. So, das ist natürlich viel Latscherei, aber das ist nochmal so bei 11 Wagen. Sogar der Strom hat mir immer noch hoch. Komischerweise, aber egal, lassen wir das. Jedenfalls muss hier aufgerüstet werden. Aber meines Wissens nach auch der falsche Strom hat mir immer hoch. Aber das ist nur meine Meinung. Ja. So, die muss wieder aufgerüstet werden. Zack. So, die Bremse muss gelöst werden. So, so. Ja. Würde ich sagen, sind wir hier soweit fertig. Bremsen sind gelöst. Wenn wir das dann auch auf dunkel machen. Wo das eigentlich Blödsinn ist. Aber egal, steigen wir hier aus. Schließen die Tür. Der ist gekuppelt, sehr gut. Wir müssen aber noch. Lichter einschalten, weil wir fahren ja gegengesetzt, das heißt Signalbeleuchtungsüberbrückung, Spitzensignale, Warnsignalleuchten, Widerspeicher bleiben sie gelöst, isoliert, Batterie, EZB.
Naja, lassen wir das. Machen wir hier die Tür zu. Und dann gehen wir auf die andere Seite. So, steigen ein, schließen die Türe. Ja, möchte ich. So, jetzt müssen wir auf Taste 9. Und zwar müssen wir jetzt natürlich eine Route setzen. Moment, Moment. Muss ich gerade selber mal eben schauen hier. Ja, ich. So steht mir verkehrt rum. So. Dann fahren wir nach hier. Ich denke, das reicht. Bestätigen. Dann rüsten wir den auf. So, Sicherungssysteme, natürlich die AFB. AFB, AFB. Machen wir auf 40. AFB. Bestätigen, gehen in die Einstellung, müssen natürlich noch die PCB-Art ändern, beziehungsweise die Art. O, gehen wieder auf Häuschen, dann haben wir das auch. Spitzensignale einstellen, die Bremse lösen, können wir noch die Türen öffnen, wenn wir schon mal dabei sind. Noch ein paar Passagiere laden hier. Ja, aber wir irgendwie den falschen Stromabnehmer gehoben. Warum auch immer? Das ist jetzt natürlich. Ja. Jetzt haben wir einen richtigen. Siehst du? Dann machen wir den Hauptschalter wieder an. So, jetzt hat er geknackt. Beziehungsweise ist er angesprungen. Jetzt müsste es auch gleich wieder laufen. Na also, da ist sie wieder. So, dann schauen wir uns einmal draußen um, ob wir jetzt alles genau. Warum haben wir jetzt keine Zugspitzensignale? Das ist doch alles Käse. So. Ich will es nicht verstehen. Vielleicht ist. Ich will es nicht verstehen. AFB. AFB. Jetzt vielleicht. AFB. AFB, AFB, AFB. So.
ey, das mit den Zugspitzensignalen ist echt so eine Sache, ja. Ich auch noch irgendwas ändern. Zugkraft, Zugbeleuchtung. Ich will es nicht verstehen. Vielleicht bin ich auch zu dumm dafür. Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Egal, ist mir egal jetzt. Komm, scheiß drauf. Schließen die Türen. Leuchten, ich habe immer in der falschen Lok geguckt. Ach, egal, komm. Dann würde ich sagen, los geht's. Wir lösen die Bremse. Und dann würde ich sagen, los geht's. Könnte ich befreien? Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und dann müsste das jetzt funktionieren. Wunderbar, wunderbar. Jetzt auf die Rückleuchten funktioniert alles. Und so könnt ihr euch also mit diesem Feature hier eure eigenen Züge zusammenstellen. Auf jeder Strecke, mit jedem Zug. Und ich finde das genial. So, bestätigen das Ganze natürlich. Hier ist natürlich mit der Geschwindigkeit auch nach oben. Das hier noch auf Dunkel. Wunderschön, wunderschön. Geilomat. Geilomat. Das ist einfach nur geil. Okay, das mit den Stromabnehmern und so. Ich weiß, das ist nicht so hundertprozentig echt oder realistisch, aber ja. Ihr wisst ja, das Grundprinzip habt ihr verstanden. So soll es ja auch sein.
genial, einfach genial. So, 140. SIFA, das ist ganz wichtig. Einfach nur genial. Und so könnt ihr das natürlich mit jedem Zug auf jeder Strecke zusammenstellen, wie ihr wollt. Eure eigenen Züge, eure eigenen Kombinationen. Mit allen Zügen, mit allen Loks, die ihr so habt. Und ich finde das ein richtig saugeiles Feature. Muss ich wirklich sagen, da hat sich DTG echt was einfallen lassen. Also vom Allerfeinsten. So, wir sind gleich da. Sollten wir mal ein bisschen langsamer werden. In Rems Bahnsteig 2. Da wären wir. So einfach kann man das machen. Man kann sich dann seine eigenen Ziele zusammensuchen. An jedem Bahnsteig kann man anhalten. Und ja, so funktioniert das Ganze. Hoppsa. Ziel erfüllt. Jetzt können wir uns einen neuen Zug zusammenstellen. Hier noch die Türen öffnen, beziehungsweise eine neue Route setzen. Und so funktioniert das Ganze. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen, euch ein wenig aufklären, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, ich finde das ein saugeiles Feature, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt euch auf jeder Strecke, jeden Zug, jede Lok, jeden Triebzug, alles Mögliche zusammenstellen. Mit Lackierungen habt ihr nicht gesehen. Das ist ein wirklich saugeiles Feature. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Einführungsvideo. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Und mit diesem wunderschönen Bild, mit diesem wunderschönen Panorama, sage ich für heute, ciao, servus und tschüss, euer Danny Spieters, macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, macht mir immer gar nichts, passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt gesund und mir treu, bis zum nächsten Mal, euer Danny Spieters, haut rein, ciao, servus und tschüss.